herzlich willkommen zur ersten Folge Futurecraft. Und ja, wenn ein Kapitän. Und da sind wir einfach schon Cristiano Ronaldo. Die, der Info von Cristiano Ronaldo. Und den nehmen wir natürlich sofort. Und ja, links natürlich am besten Marcelo. Wir bekommen keine richtige Chemie. Deshalb nehmen wir Mandy in Form. Komm, da wollen wir. Wer bekommt am meisten? Wo oder in Sonsi? Da finde ich in Sonsi schon ein bisschen besser. Seto am liebsten ist cool, also oh, Ramos Rodriguez ist natürlich noch besser. Und damit hat Ronaldo auch seine volle Chemie. Mandy. Einer aus Marseille. Leider nicht. Da ist glaube ich der beste Subotic. Ich stehe immer am besten einer aus. Griezmann. Perfekt. So, aufstellen wir ist 4-2-3-1 die zweite Formation. Und da. Weiß ich eigentlich gar nicht. Nehmen wir mal Navas. So. Okay. Also, am liebsten Innenverteidiger einer aus der Liga A. Nein. Nehmen wir den hier. Wir können ja noch aus der Auswechselbank. Liga A am besten. Liga A haben wir da einen. Der Ryu. So, Rechtsverteidiger. Am besten einen aus der Barclays Premier League nicht bekommen. Ja, den bekommen wir. Habe ich gerade übersehen. Ja. Und dann hier. Touré vielleicht. Nee, aber Inla. Nein, aus der Liga A. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wir nehmen einen aus der. Den sollen wir nehmen. Aber wir nehmen einen Inla. Okay. Griezmann wäre gut. Wenn wir noch einen nächsten Mittelfeldspieler aus Dingens bekommen. Wir brauchen einen aus der Liga A. Wir sind da besser. Da ist der Kurs vielleicht nicht viel besser. So. Den wir sofort auch reinpacken. So, ein Innenverteidiger bitte. Aus Liga. Wer ist am besten? Der hier. Der Baragan. Aber wir müssen gucken, dass wir vielleicht auf so 90 Chemie kommen. Kawalker ist natürlich ein Biest. Das wir auch sofort reinmachen. So. Komm schon, bitte. McGeady. Falls das Skiller hat er noch, oder? Ja. Ist noch falls das Skiller. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was soll man nehmen? Na, einfach mal McGeady, denn da ist sowieso keiner. Bitte im Fall Liga A. Naja. Warte mal. Wir nehmen Ben Arfa. Ja, wir nehmen Ben Arfa. So. Und dann machen wir die beiden Rechtsverteidiger. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Machen wir das alles noch Liga A? Probieren wir noch alles Liga A zu bekommen. Hier haben wir keinen. Doch, der Torwart, aber da habe ich schon einen guten. Oh Mann. Da will ich Neymar nehmen. Pardo. Ja, ist hier keiner. Mann, wir haben einfach kein Glück.
nehme mal sicherheitshalber einen aus der Barclays Premier League. So. Oh, Rakitski in Form. Nicht schlecht, aber den brauchen wir nicht. Wir nehmen ihn aber trotzdem. Quaresma und Martial. Alter. Ich habe sowieso keine Ruhe, weil ich Chemie bekomme. Mit Chemie läuft nichts. Alter, was läuft denn hier? Falsch. Pastore. Passt denn unser Team? Ja, aber da brauchen wir noch einen. Komm, wir nehmen Pastore für Inler. So. Komm schon, bitte. Puh, wie können wir da nehmen? Nehmen wir den mal. Komm bitte. Wir können sowieso nicht mehr volle Chemie kommen. Aber dann will ich so Mandy ein bisschen. Hier würde ich eigentlich Kucha nehmen. So. Dann können wir hier den reinmachen. Mit dem. So, und die Chemie. Haben wir eine aus der ukrainischen Liga, haben wir leider nicht. Machen wir auf die Auswechselbank. Ansonsten nehmen wir auch noch hier so neben dran. Himmler. So. So. Ansonsten können wir auch nicht mehr viel machen. Torwart. Naja. Naja. Ronaldo hat 9 Chemie, Griezmann 10. Ja, es geht klar. Abgesehen von Cam Walker. Haben wir da noch irgendeinen, den wir da reinmachen können, der besser passen würde? Kann man ehrlich. Würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel wieder. So, und dann sind wir auch schon sofort im Spiel. Und ja, wir spielen zwar offline, aber das juckt uns nicht. Und wir rasieren trotzdem. So. Wir haben eine stärkere Truppe. Oh mein Gott, war das scheiße. Eine stärkere Truppe, als ich bis jetzt in meiner Mannschaft habe. Ultimate Team, aber gut. Ich probiere so, sobald ich jetzt ein paar Münzen habe, probiere ich öfters Footdraft aufzunehmen. Pastore ist nicht so schnell. James Rodriguez kann er nicht schnell genug umschalten. So, Ben Arfa. Carbona Fake, Flanke. Dort steht Griezmann, 1-0. Locker easy. So muss es sein. Der Rabona-Fake war perfekt. Und dann ist es so. Schöner Pass auf Ramos Rodriguez. Ronaldo. Geht da durch. Oh. Oh, er hat den Ball noch. Oh, leider abgefälscht. Ronaldo ist in Form. Ist auf jeden Fall ein starker Mann. Oh, dann ist Decker Walker mit von hinten nach vorne kommen. Ah, schade. Walker auf Pastore und Sonsi erstmal zurück. Kann sich einer zeigen kommen. Oh, gefährlich. Gefährlich. Das war ein Foul. Das ist gut. Denn das ist eine Position für Ronaldo.
Wobei sie macht, ist eine andere Sache. Ja. Naja, naja, naja. So. Erstmal da hinten hin. Oh mein Gott, das war wieder viel zu weit. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung und alles gewöhnen. Ich habe bisher auch erst ein Spiel in FIFA 16 Ultimate Team gemacht. Und das war kein Footdraft. Und ja. Rakitski. Okay, den Ball ab. So. Jetzt schnelles Kontermöglichkeiten spielen. So, und Sonsi auf Ronaldo. Oh mein Gott, dieser Flick. Der war einfach nur traumhaft. Hier stehe ich schon in die Mitte, Griezmann. Zack. Oh Mann. Da wollte ich den Walker Walker machen, aber den hat er dann nicht ausgeführt. Schade. Hier muss ich erstmal den Ball. So, Ben Arfa. Der hat auch die 5 Skills. Zack, und mit dem Pass auf Kai Walker, aber der war viel zu feste. Bis jetzt sind wir 1-0 vorne. 1-0 vorne. Bis jetzt ist noch gar kein Problem aufgekommen. Es wäre auf jeden Fall auch ganz gut, wenn wir hier so weit wie möglich kommen würden. Na? Ja, heute werden wir auf jeden Fall nur ein Spiel spielen. Und in der nächsten Folge das nächste und so weiter und so fort. Oh mein Gott, durch die Beine. Durch die Beine von Ben Arfa. Durch die Beine des Gegners. Ben Arfa rasiert, Ben Arfa rasiert, oh mein Gott, Ben Arfa rasiert. Ben Arfa rasiert, macht hier das 2-0. Perfekt. Perfekt. Dieser Ben Arfa, ich glaube, ich mache mir ein Team mit Ben Arfa. Muss ich mal noch schauen. Muss ich noch schauen. Urteil und der Ball ist im Aus. Das wird dann vielleicht das für die guten Gegner. So. Ball nehmen. Danke. Und der Pass auf Griezmann. Auf Ramos Rodriguez, der auf Ben Arfa. Ben Arfa. Der Torwart steht weit draußen. Lupfer. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade. Ja, aber gut. Was willst du denn machen? So. Ich bin mal rüber auf Ronaldo. Oh Mann, wenn der Pass dann auch ordentlich ankommen würde und nicht so ein 20 Meter zu weit Pass. Warte mal. Danke. Longshot Versuch. Oh. Nicht schlecht. Aber ein bisschen zu weit links. Ah. Also Photoraft ist ein cooler Spielmodi. Und kann man auf jeden Fall ein paar Coins oder Sets daraus bekommen. Das ist gut, wie ich finde. Und jetzt wird Griezmann geschickt. Und wenn Griezmann vor dem Tor ist, dann macht er es auch einfach ganz easy. So. 3-0. Griezmann, Ben Arfa, Griezmann. Ronaldo hat man noch nicht so viel gesehen, obwohl er nur eine Chemie hat. Aber ich würde sagen, wir legen auch mal ein bisschen mit Ronaldo los. Denn den will ich auf alle Fälle testen. Zack. Denn so eine Gelegenheit bekommt man natürlich nicht immer. Und ziehen werde ich ihn dieses Jahr sowieso nicht. Deshalb trifft sich das ja ganz gut. Ja, der Job ins Aus ist natürlich
Eine perfekte Einstellung dafür. Das war auf jeden Fall eine gelbe Karte. Jo, eine gelbe Karte für James Rodriguez. Aber wir sind 3-0 vorne. Und bald die Halbzeit. Das heißt, das müssen wir eigentlich nur noch langsam nach Hause schaukeln oder erstmal in die Halbzeit schaukeln. Und dann ist es auch gelaufen. So. Aber erst nochmal eine Kontermöglichkeit. Über Ben Arfa. Okay, noch nicht. Hier hat keinen Bock mehr. Er will jetzt in die Halbzeit. Würde ich sagen, sehen wir uns jetzt mal. So, ich habe jetzt mal Neymar für James Rodriguez und Martial für Griezmann eingewechselt. Den Neymar will ich natürlich auch testen, obwohl ich glaube, ich denke, also obwohl ich denken werde, dass ich den mir, dass ich mir den auf jeden Fall einmal kaufen werde. Und Martial, was weiß ich, vielleicht irgendwann einmal. Aber der rasiert hier erstmal. Und wenn wir vielleicht eine Manchester United Karriere machen, dann können wir den auf jeden Fall auch ziemlich oft spielen. Ein sehr junges Talent, der Martial. Ja. Ben Arfa kratzt hier den Ball noch von der Linie. Und schickt Kai Walker. Ah, was mich ein bisschen nervt. Die passen nach vorne, also die passen in den Lauf. Pässe, die sind gar nicht mehr so OP. Das finde ich ein bisschen blöd, aber na gut. Was willst du machen? Man kann auch, die Spiele sind auch nicht mehr so schnell wie sonst immer. Ja. So, Ronaldo geht hier erstmal durch. Ist immer noch am Ball. Macht das viel zu gut. Perfekt. Viel zu null. Ganz einfach. So. Pastor holt sich hier den Ball auf Martial, der auf Neymar. Vielleicht sofort das 15-0. Ja, sofort das 15-0. Zack, und dann macht ihr mein Lieblingssalto. Oh, ja. Wenn wir so weitermachen, dann läuft das auf jeden Fall. So. Bin hier erstmal den Ball zu bekommen. Das gelingt uns aber irgendwie nicht. Doch, jetzt gelingt es uns und wir verlieren ihn wieder durch Nsonsi. Den ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe. So, Cristiano Ronaldo. Zack, Job. Job sich hier am Gegner vorbei. Bleibt stehen. Job. Rabona Fake. Was mache ich da? So, jetzt aber. Falsche Richtung. Also die Skills in FIFA 16 sind auf jeden Fall auch wieder ein bisschen anders als in FIFA 15. Das bemerke ich auch. Aber gut. So. Dann der Pass auf Pastore, der auf Neymar. Und der kriegt sich da nicht vorbei. Aber Pastore mit dem Schuss, und der war gar nicht so schlecht. Und ja. Nein. Ich will mal was probieren. Wollen wir mal was probieren. Gehen wir erstmal durch. Oder hoffen mal durch zu gehen. Okay. Es gelingt uns nicht, aber Neymar macht es. Ich wollte probieren, einen Dingens zu machen. Einen Rabona. Aber irgendwie will er das nicht machen. Gut, das Spiel ist so einfach. Es ist so easy. Also, der Gegner ist sozusagen gar nicht auf dem Feld. Ich gebe mir auch gar keine Mühe mehr.
nicht hier beim Spiel. Komm schon. Ja. So, Ronaldo. Will sich nochmal hier unter Beweis stellen. Der macht hier irgendwie die Skills nicht. Aber gut. Oh mein Gott, der war verschossen, was weiß ich was. Oh mein Gott. So. Noch 15 Minuten Spielzeit. Und dann ist es auch gelaufen. Es war auf jeden Fall. Die erste Runde war auf jeden Fall recht einfach. Mal schauen, was so in den nächsten Runden noch so passieren wird. In den Rückraum. Und Sonsi. Oh mein Gott, schlechter Pass. Komm schon, ran. Ran da. Ja. Da kommt sie ran. Und da steht der Martial. Und oh, wieder knapp bis Tor. Ich bin ein bisschen zu verspielt, finde ich. Ich glaube, den Martial, den werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Denn der gefällt mir sehr gut. Also den kann man sich leisten. Und er ist gut. Er ist zwar mittlerweile extinct, denn so junges Talent mit 79er Bewertung und dann der sich auch noch so gut spielen lässt. Naja, das wird auf jeden Fall schwierig sein, den vom Markt zu bekommen, aber gut, dass man nicht alles macht. Oh, Neymar. Ich kann verschiedene Tricks auch nicht machen, denn mit meinem gebrochenen Arm, Hand, Entschuldigung, wird das manchmal schwierig sein. So. Schüsschen, wir sind 6 und vorne und 6. Minute. So, einmal nochmal schnell nach vorne. Irgendwas versuchen. So, zack. Mach sie nochmal sein Tor und das ist das. So. Und ja, das war einfach. Das war wirklich einfach. Wenn wir jetzt so einfach hier die Dinger mit nach Hause nehmen, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und genauso freuen würde ich mich, wenn ihr auf diesem Video auf jeden Fall mal ein Like da lasst. Und ja. Cristiano Ronaldo 8,5, Neymar 8,8, Benzema 8,8, Martial 8,0. Und ansonsten. Ja, Tore. Griezmann hat 2 Tore und trotzdem eine Spielerbewertung von 7,6. 627 Minuten. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich will auch kurz mal weitergehen. So. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.